Herr Bartosch, wie kann Wissenschaft zur Transformation der Gesellschaft hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit und nachhaltiger Entwicklung beitragen? Also Wissenschaft hat einerseits die Aufgabe zu forschen, wissenschaftlich die Welt zu erklären und auch gerade nachhaltige Themenstellungen auf ihr Tableau zu nehmen. In der Naturwissenschaft bis hin zur Geistes- und Sozialwissenschaft. Sie hat außerdem die Aufgabe der Bildung in Hochschule, Universität, die nächste Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber auch von maßgeblichen Akteuren der Gesellschaft, auch in Nachhaltigkeitsfragen heranzubilden. Und drittens mit der Gesellschaft im Dialog hinein und aus der Gesellschaft heraus Fragen aufzunehmen und Antworten zu suchen. In Auseinandersetzung und in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft. Und in unserem Projekt Laudato Si, in dem wir die Enzyklika von Papst Franziskus als Herausforderung, als Vorschlag annehmen, diesen Dialog genau in diesen drei Dimensionen zu führen, gehen wir mit unseren Möglichkeiten von der Katholischen Universität aus in diese Felder hinein. Wir versuchen wissenschaftliche Forschung, wir betreiben wissenschaftliche Forschung im Nachhaltigkeitsfeld, vorwiegend im sozialwissenschaftlichen, aber auch im Dialog mit Klimaforschern. Zum anderen gehen wir in ganz spezifische Formate der Ausbildung und Seminargestaltung, die wir mit den Studierenden zusammen entwickeln und auch dann im dritten im Austausch mit der Gesellschaft, sowohl hier wie auch im internationalen Feld, mit diesen Themen ins Gespräch zu kommen.